Tachchen. Da sind wir. Hier sind wir auch schon wieder beim Let's Play. Gerade ein Livestream rausgemacht. Ja, heute Champions League gegen Atletico. Bei FIFA ist das ja Champions Cup. Oh, Champions Cup. Weil sie die Rechte nicht bekommen haben. Ja, warum bekommen sie bei sowas nicht die Rechte? Weil FIFA vielleicht gestreikt hat. Ja, wie immer, erste Hälfte spiele ich. Danach komme ich. Zweite Hälfte ist Johnny Rambo dran. Ja. Vierte Minute, erste Ecke. Mario Götze bringt sie rein. Wie ihr im Livestream vielleicht gesehen habt, haben wir Mario Götze letztendlich bekommen und auch Mats Hummels hat uns ja die letzte Zeit, wo wir es versucht hatten, ist es uns nicht gelungen. Mats Hummels haben wir jetzt auch schlussendlich nur bekommen für ein monatliches Gehalt von 300.000 Euro. Boah, wahrscheinlich. Ja. Aber zu verstehen, wie man Geld macht. Nee, wöchentliches Gehalt, so, sorry. Oh. Traurig mit seinem dicken Fund. Ja, und ich würde mal sagen, es gibt soweit wieder eine Wiederholung von den Oster-Let's Plays, ne? Ja, und zwar machen wir das jetzt aber andersrum. Diesmal durch meine Krankschreibung. Machen wir das bei mir. Werde ich wahrscheinlich hier einziehen. Ich werde mein PC mitnehmen. Ja, ich vielmehr darf ja dann deinen PC tragen. Du schaffst ja, ich, wir versuchen es. Ne? Also hochkriegen tue ich noch keinen Fall, aber... Nee, mache ich mit Dennis gemeinsam, tragen wir den zu zweit und so. Mache ich den vorher nochmal sauber, irgendwie. Und dann nehme ich meine beiden Monitore mit, baue ich mir die hier auf. Oder da. Du hast zu wenig Platz. Wo baue ich die Musiksachen noch und dann gehen. Ja, krass, Alter. So, ich meine, das ganze Zeug da, da kann ich doch die Kabel ausstecken. Dann brauche ich mal einen ordentlichen Stuhl, weil von der Höhe passt das jetzt nicht für mich. Ich den Stuhl. Und du? Nimmst dann den Sessel? Ja. Okay, Pläne sind geschmiedet. Ab morgen wohne ich hier. Nee, je nachdem. Erstmal gucken, wie es mir geht und Co. Ja, erstmal machst du jetzt den Kabel an den Arzt fertig. Richtig. Und dann, danach kann man immer noch regeln. Und zum Essen gehst du ja auch immer noch, oder? Ja. Und zum Pennen. Weil du brauchst ja dein Bett. Je nachdem, mal gucken. Vielleicht machen wir das so, dass wir jeden Tag über DS streamen. Weil die ganze Zeit hin und her, das schaue ich gar nicht. Ja, müssen wir uns mal überlegen. Ja, jeden Tag, aber... Ne? Wenn das Jahr über Ende des Monats haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen, ne? Weil ich meinen jeden Tag zum Bestellen hast auch nicht genug. Nee, das ist wohl wahr. Ansonsten gehen wir zwei den Tag mal ein bisschen was einkaufen. Da rede ich mal ein bisschen essen. Ja, so viel Geld darf ich nicht haben. Müssen wir mal gucken, ich weiß ja nicht, ob ich Geld bekomme jetzt von der Krankenkasse. Held, was war der? Aber es ist Atletico, ne? Was willst du erwarten? Aber wir bombardieren die, das ist gut. Ja, da war kein Power hinter von Bandowski. Schön. Eigentlich Hand, oder ne? Ja, meine ich aber auch. Ich weiß nicht, was ich heute damit habe, für einen Kopf zu packen, weißt du das? So ein Kopffetisch ist. Ja, heute schon, aber. Heute? Ja, sonst packe ich mir doch nicht so oft an die Runde. Vielleicht wartet er von dem Klatscher noch. Nee. Aus dem Livestream. Wer dabei war. Weiß es. Weiß ich.
voll für die Stirn. Spast. Ja, der hat gut geklatscht, ey. Was bist du denn? Du fragst, was das war. Frag Google. Luft. Tock. Da hingen die Köpfe aneinander. Klasse aufgebaut, er kommt an den Ball. Autsch. Sollte er mich voll. Nee, kann ich spielen. In meinen Augen faul. Ganz einfach. Stimmt, Gladbacher lag, faul. Man muss ja ein bisschen mutig werden, ne? Mhm. Ein paar Fernschüsse ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Solange man kein Gegentor passiert, ist das doch alles gut. Wenn Atletico weiter so spielt, dann kassieren wir niemals ein Tor. Und dann wird es einfacher wie gegen Mainz. Das ist wohl wahr, oder gegen Schalke. Was ist denn da unten gesehen? Da unten ist er reingegangen. Da unten. Warte. So, da unten. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Komm doch mit, Mann. Und da. Der Torwart ist aber echt eine Lüge. Wie heißt er? Dann gucken wir nach dem. Aber der Name einfach Oblak, Alter. Oblak? Ja. Gut, dann merken wir uns Oblak, dann gucken wir in der nächsten Phase Oblak. Mainz? Dann würden wir es jetzt so machen wie letztens, kurz vor den Ostertagen, wo das anfing mit deinem Rücken. Ich glaube, das war ein Monat vor den Ostertagen, ne? Wo du mir morgens früh mit der Grippe ankamst. Spannend. Erst zum Arzt begleitet, ich kann nicht pennen, komm, lass FIFA spielen. Stimmt, ja. Erst vor, bevor der Arzt aufgemacht hat, hier FIFA die halbe Saison durchzockt. Nee, ich kann alles dafür. Deswegen war ich schon so früh hier. Aber vorher hat das so was, ja, der Flamme. Bei der Arzt. Ja, ja. Zweite Halbzeit, Kollege. Stimmt. Ja, ich war erst in der Firma und dann haben sie gesagt, ja nee, stimmt, gar nicht, ich hatte Frühschicht, so war das. Ich war um 5, nee, 5:30 war ich in der Firma und dann hat mein Chef mich nach Hause geschickt. Na, ja, dann war ich um 6 Uhr hier und auch auf FIFA gezockt, eine halbe Saison. Ich meine, so können wir das ja auch machen, ich komme morgen so rüber und brauche mir die Zähne nicht mehr. Auf jeden Fall ein Laptop. Das steht fest. Nein, mein hat noch Futter. Ich hätte das für den haben können. Soll ich mein PC anschaffen? Ich hat auch ein PC anschaffen. Oh, der lässt sich dann wieder die letzte Scheiße anregen. Weißt du doch. Ja, muss ja nur für Poker reichen. Ich sag nur der letzte, 180 Euro für einen PC mit einem Pentium 4 Prozessor. Jedes Netbook wäre besser gewesen. Wie gesagt, ich glaube, das ja nur für Poker reichen. Mehr macht er ja nicht. Egal. Hier wieder mit Handy am Schlüssel. Hallo, machst du mal ein Tor des Champions League? Wir sind doch höchst unprofessionell, vergessen? Stimmt, von daher. Unprofessionell, unprofessionell. Gibt's doch nicht. Alter, was will denn der noch halten? Umdrehen von Tor. Götze. So, Weltmeister-Tor. Tschüss. Ja, Christian hier, Götze. Da auf Götze. Götze dreht sich. Götze schießt. Götze Tor. Götze Tor.
Ja, das war ein Tor wie damals zu den Minutenzeiten, wenn doch. Komm, weil doch man war nicht übel. Bei Gladbach ist er jetzt auch nicht übel. Also bei uns 10 im Westen. Nice. Scheiße, auf Hitbox, Hitbox, mach mir selber. Nee, ich muss das Handy ausmachen. Passwort in einem Ausweichen. Ich habe gemacht. Aber auch mit Glück. Glück reines Können. Das ist höchst unprofessionell von dir. Was anderes erwartet? Ja. Kann sein. Aber wieso habe ich jetzt einen Elber bekommen? Das habe ich gar nicht bekommen. Haben wir verdient. Wenn wir einfach nur unprofessionell sind. Sollte weg sein. Flanke von Chaka. In die Menge rastet aus. Guck mal, der Tor. Ich hab's gesehen. Von Chaka. Rum, darüber. Herr Gotter hat ein leichtes Spiel. Guck dir das Tor an. Fehlpass. Chaka steht perfekt. Reicht aus und jetzt der Schuss. Cool. 4-0. Und das Spiel wie gegen Schalke da, das 2-2, zeigen einfach nur, dass das keine einfach nicht so Dauertore sind, die wir ständig drauf haben oder dass wir irgendwie ein Cheat drin haben. Ne? Ja, hier vor privat angeschrieben, dass wir hier auf den Dings anhalten, auf den privaten Let's Plays. Natürlich, warum nicht? Ja, hast du, die waren verständlich, ne? Dass man das denken könnte. Hast du mal gesehen, in welcher Höhe wir da die Tore machen? Ja, ich denke das mal, wir spielen es doch selbst. Nein, tust du nicht. Ich sag dir nur Portugal. Ah ja. Und deswegen. Da war ja ganz besonders mit Portugal, war ja schon fast jeder Schuss ein Tor. Machen sie tatsächlich noch einen Treffer. 1-4. Instant-Tor. Einfach durchgelaufen.
alles wieder gut? Nein. Gut? Unzufrieden. Also kriege ich mit einem Instant-Tor rein? Nö. Was kriege ich nicht? Was kriege ich nicht? Instant-Tor. Mit Krankheit. Fernschuss King, Alter. Alter, Fernschuss. Hast du echt in der ersten Hälfte so dermaßen beballert, dass ich irgendwie aus fast jeder Ecke schießen kann? Kaputt halt. Ist wie Berlin mit dem Bombenhagel. Kaputt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Oder Dresden. Ja, ach ja, ach ja, Tore über Tore. Geh doch da ran, verdammte Scheiße. Geh doch nach Hause, Scheiße. Ich habe wieder Zuckungen vom Allerfeinsten. Tore. Natürlich. Hast du das nicht gesehen? Ach so. Nö, kein Spiel. Ja, keiner da, wo er war, wo der Ball hinkommt. Ja, genau. Und vorbei. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Ja, nur noch einen ordentlichen Spielstand, 1 zu 6. Parade, Parade. Parade. Aber der hat auch Teile dabei, ne? Ja, die Retter einmal. Das, und dann... 3 Minuten später hier die Möhre. Und dann die Möhre. Ja, ganz besonders die. So ganz locker flockig zurückgelegt, wa? Hier vom Götze. Easy mit der Hacke. Und er hält. Na ja. Hauptsache noch ein paar Tore geschossen. Mammut der Hut. Haben wir wieder mal ordentlich unseren Wert gesteigert. So ein bisschen.